Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wenn ihr noch günstige PSN, Xbox, FIFA Points oder Spiele braucht, checkt gerne meinen Partner Instant Gaming in der Videobeschreibung ab. Ja, ich denke, mit den besten Rabatten auf dem Markt gerne mal auf den Link klicken und durchstöbern, wenn ihr irgendwas braucht. Im heutigen Video werde ich euch zwei Tipps geben, die euch vielleicht weiterhelfen könnten. Wir werden auf den Content eingehen und wir werden einige Packs machen. Gehen wir zum ersten Thema rüber und zwar ist es Backcam Top-Leistung. Und ihr seht schon, eigentlich sind alle Aufgaben ziemlich einfach zu machen. Ihr könnt die ja überall machen in Squad Battles. Und ihr kombiniert das mit den Aufgaben in den Freundschaftsspielen für den Icon Swap oder was ich hier gemacht habe hier für Bolassi und einen guten Ballerin. Ein kleines Update von mir an euch. Das hat mir gestern einer in den Kommentaren geschrieben und ich bin selber nicht drauf gekommen. Ich habe ja diese Disconnect-Probleme gehabt und ich habe jetzt einfach mal FIFA komplett, ja, die PS4-Version und die PS5-Version gelöscht, neu runtergeladen und neu installiert. Und ihr seht schon, ich habe jetzt heute, keine Ahnung, ich glaube 7-8 Spiele gemacht. Natürlich alle nicht durchgespielt, manche haben bei 1-0 gequittet, manche bei 2-0. Aber bis jetzt heute, ich weiß nicht, wie viel ich gespielt habe, 2 Stunden, habe ich noch kein Disconnect bekommen auf der PS4 und auf der PS5-Version. Ich habe beide mal eine Stunde getestet. Ich muss sagen, beide Versionen sind einfach viel besser als auf der PS4. Kann natürlich ein bisschen Placebo sein, aber selbst die PS4-Version spielt sich flüssiger als auf der PS4. Da ist einfach alles so verzögert und das hackt alles. Ich hoffe, das bleibt so und dann können wir diese WL vielleicht ein bisschen weniger ragen und ein bisschen mehr Spaß haben. Ihr seht schon, also wie gesagt, Bolassi und Ballerin werde ich für dieses Wochenende mir freispielen. Freitag machen wir ja meistens ein Fun-Team. So, genug gequatscht, Jungs. Um diese Aufgabe geht es. Verwandle 5 direkte Freistöße. Wahrscheinlich wissen das schon einige von euch, aber wenn ihr Probleme damit habt, ja, wie kriege ich das? Man kann natürlich jetzt Freunde im Freundschaftsspiel anschreiben. Man kann in Squad Battles jetzt zum Beispiel vielleicht sich faulen lassen. Aber es gibt eine viel einfache Möglichkeit und die habe ich selber noch nicht getestet. Die habe ich gesehen online und die werde ich jetzt selber mal testen. Und zwar, ihr geht auf Freundschaftsspiele, ihr geht auf Sofa Gameplay. Und dann connectet ihr einen zweiten Controller. Okay, das ist die Voraussetzung. Ihr braucht leider einen zweiten Controller. Wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt auf den zweiten Account geht, genau, könnt ihr rübergehen. Perfekt. Und dann ist es eigentlich ganz easy. Dann geht man einfach auf, ja, nicht keine Regeln, sondern ein klassisches Spiel einfach. Ist eigentlich ganz easy. Da ihr jetzt beide Teams steuert, geht ihr einfach hier nach vorne. Ganz einfach hier ungefähr. Keine Ahnung, wo ist es einfach. Gehen wir hier hin. Nehmt einen zweiten Controller und ja, und fault euch am besten einfach selber. So, dann bin ich mal gespannt, was David Beckham drauf hat. Ich weiß, es ist jetzt eh, ja, nur aus der Ruhe und so, dies, das. Aber wir gucken mal, die Werte sind nicht schlecht aus. Sogar fast besser als von Bruno Fernandes. Also, wir testen mal jetzt einfach mal hier live David Beckhams Freistoß. Ihr wisst, ich liebe es, Freistoß zu schießen. Und was? Okay. Da bin ich aber enttäuscht. Okay, Jungs, das war jetzt ein kleiner Test, aber ihr könnt es natürlich noch euch viel einfacher machen, indem ihr, ja, einfach den Torwart wegbewegt. Ja, ihr könnt ihr den rechten Stick, ja, reindrücken, den Torwart rausbewegen und dann Bruno Fernandes. Ich zeig mal ganz kurz David Beckham, wie das geht. Also ich bin echt verwundert, dass der Schuss gerade nicht reinging. Ja, und so könnt ihr dann easy eure Freistoßtore machen. Ich werde das jetzt gerade erledigen und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, so schnell hat man die Aufgabe dann auch fertig. Ihr seht, das haben wir dann auch noch erledigt. Und dann haben wir direkt ein 50k-Pack, das wir auch jetzt direkt aufmachen werden. Schau mal, wenn wir Packluck haben, haben wir Packluck. Wenn nicht, dann ist es halt so, Jungs. Da kann man auch nichts machen. Weil immer so viele Leute sagen, ich habe so viel Packluck dieses Jahr. Ihr müsst auch überlegen, wie viele Packs ich immer aufmache. Und guck mal bei den wichtigen Packs, was ich bis jetzt Gutes gezogen habe. Bei den Elite-Packs, bei den Player-Packs und so. Und bei den Icon-Packs, ja, nichts gezogen. Deswegen, ja, komm, geh mir hier rein. 50k-Pack EA Sports. Gönn mal's. Vielleicht, wenn du Bock hast. Wenn nicht, dann nicht. Wäre korrekt, wenn. Ja, ist ein Walkout. Komm, kann es ein Freeze sein? Es ist kein Freeze. Oh, oh. Oh, mein. Oh, einmal angetäuscht wieder. Ich bin nicht unzufrieden, Jungs. Ich bin nicht unzufrieden. Ich glaube, das ist sogar untauschbar, das Pack. Heißt, das ist leider ein SBC-Spieler für mich. Wäre echt gut gewesen, ne? Ronaldo, untauschbar, hätte ich sofort genommen. So haben wir einen Bruno Fernandes, der, by the way, so ausgesprochen wird, meine Freunde. Ja, den ich dann, ja, nicht gebrauchen kann. Der ist sogar noch ein bisschen was wert, aber ich habe ja den Second in Form und dann ist es leider nur ein SBC-Spieler für mich. Ja, nehmen wir mal mit. Könnte schlimmer sein. So, Freunde, kommen wir zum zweiten Tipp des Tages. Und zwar wussten das sogar viele Mods von mir nicht. Und ich wusste es selber nicht, bis es mir ein Zuschauer auf Twitch gesagt hat. Ich habe da, glaube ich, 6 Informs. Darunter, glaube ich, ein 84er Inform und Renato Sanchez. Plus, glaube ich, 2 85er und 86er. Verloren, weil ich nicht wusste, wie das ging. Also, ihr kennt ja
wenn der Spieler abstoßt, wenn die zum Beispiel Duplikat hat, einen doppelten Info, einen doppelten 88er, 87er, dann stoßt ihn ab und wollten einfach zurückholen. Früher ging das ohne Probleme. Auf dem Handy, auf dem Companion-App oder auf dem PC hier auf der Web-App geht ihr hier auf Club, Quick Sell Recovery. Ich habe es jetzt auf Englisch und ihr seht, heute habe ich noch nichts abgestoßen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, mal gucken will, was ich am 12. abgestoßen habe und ihr klickt drauf, funktioniert nicht. Ihr wollt sehen, was am 11. abgestoßen hat. Funktioniert nicht. Ihr seht das, ne? Es wird nicht aktualisiert. Und auch einige Mods haben gesagt, ey Jungs, ich habe 387er abgestoßen. Ich wollte die jetzt gerade zurückholen für die SBC. Sind die jetzt weg oder was? Kann ich nur die am selben Tag zurückholen? Und das wusste ich auch nicht bis vor kurzem, bis wir einen Zuschauer, den Namen ich leider nicht mehr weiß, aber vielen Dank für den Tipp. Ist ganz easy, Jungs. Sagen wir mal, ihr wollt gucken, was ihr am 12. abgestoßen habt. Es ist nervig, aber ihr müsst eigentlich nur jetzt 1-2 Minuten warten. Und dann draufklicken, also auf Search, und dann wird es angezeigt. Das heißt, ihr müsst immer auf den Startum gehen und 1-2 Minuten warten und dann wird es angezeigt. Klar, sehr, sehr nervig, aber wenn ihr wisst, ey, ich habe am 12. 385 abgestoßen, ich will die jetzt für meine SBC zurückholen, dann lieber 1-2 Minuten warten, bevor ihr 30.000 Münzen zum Beispiel verloren habt, wie ich. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel ja auch 30.000 bis 40.000 Münzen verloren. Ich habe die extra in der SBC abgegeben, wollte die zurückholen. Und ja, moin Meister, ging nicht. Zum Glück habe ich da nicht Renato Sanchez abgegeben, weil der ist jetzt weg, der ist schon länger als eine Woche weg. So, wenn wir zum Beispiel jetzt gucken wollen, was haben wir am 13. Dezember abgestoßen, dann muss man 1-2 Minuten warten und dann draufklicken und dann sollten die Spieler angezeigt werden. Dann würde ich sagen, warte ich kurz 1-2 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, wir haben jetzt 2-3 Minuten gewartet. Ich glaube, es ist besser, 2-3 Minuten Minimum zu warten statt einer Minute. Dann müsste es jetzt funktionieren und ihr seht, habt gesehen, er hat es ein bisschen geladen. Und jetzt haben wir gesehen, am 13. haben wir Blind und Harps abgestoßen. Ja, jetzt keinen krassen. Wenn wir zum Beispiel jetzt gucken wollen, was haben wir am 10. Abgestoßen und klicken, es, ihr seht, es geht nicht, ne? Ich mache noch ein letztes Beispiel. Ich warte jetzt nochmal für euch 3 Minuten und dann gucken wir, was am 10. abgestoßen hat. Aber ihr seht, so könnt ihr die Spieler theoretisch zurückholen. So, Freunde, ich war jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Minuten weg. Ich habe noch gerade was gegessen. Guck mal ganz kurz, ob es geklappt hat. Und jetzt geklappt, Chat. Also, wenn ihr sicher gehen wollt, wartet so 3-4 Minuten. Ich denke mal, 3 Minuten soll in Ordnung sein. Und dann, ja, könnt ihr, wie gesagt, eure Spieler zurückholen, wo ihr dachtet, es funktioniert nicht. Schreibt mir gerne in den Kommentarbereich, Jungs. Wusstet ihr das oder nicht, Jungs? Wie viele haben von euch jetzt, keine Ahnung, wie viele Münzen verloren oder Spieler verloren, weil ihr das nicht wusstet? Ich wusste es vor kurzem auch noch nicht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp, den jeder wissen sollte. EA sagt ja leider nichts dazu. Bugs passieren, Fehler passieren, aber die kommunizieren nicht, wie man es umgehen kann, beheben kann. Da muss die Community immer zusammenhalten. Dann möchte ich sagen, gehen wir zurück zu FIFA. Freunde, ich werde jetzt auch, wie gesagt, von den paar machen, bis ich wahrscheinlich was Gutes gezogen habe, weil so kann ich nicht aus der Episode gehen, nach dem gestrigen Icon-Pack und nach dem Ronaldo-Troll. Wir werden auch noch später auf den Content eingehen. Wir können natürlich auf den gestrigen Content noch eingehen. Wan-Bissaka, lohnt es sich? Meiner Meinung nach nur, wenn du den wirklich lange spielst, den wirklich einbauen kannst und wenn du viele Untrades hast. Ansonsten, wenn du den machen müsstest, der kostet, glaube ich, fast 400.000 Münzen, kriegst du, glaube ich, für 100.000 mehr Joe Gomez in Form und für 150.000 mehr Walker in Form. Und ich glaube, beide sind sogar besser von den Sets her als Wan-Bissaka. Wie gesagt, den kann man machen, wenn man viele Untrades hat und Bock auf den hat. Ja? Ist jetzt keine schlechte Karte, leicht overpriced. Hätten ihn vielleicht 5 mehr Pace gegeben, wäre es in Ordnung gewesen. Oder hätten die ihn vielleicht 100.000 günstiger gemacht, dann wäre es vielleicht ein fairerer Deal, meiner Meinung nach. Ich persönlich werde ihn, glaube ich, nicht machen. So, Freunde, wir haben 19 Uhr. Wir haben eine neue SBC Politano. Sieht eigentlich ganz nice aus, muss ich sagen. 4-4, gutes Set. Sehr gut beweglich, sehr schnell. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ist vielleicht sogar fair für 140.000. Vielleicht hätte man ein bisschen günstiger machen können, aber wenn man überlegt, dass man viele Untrade im Verein hat, kann man ihn mitnehmen. Ich überlege mir, ihn vielleicht als Sub mitzunehmen, wobei ich schon sehr viele Subs habe. Deswegen, ja, kann man machen, wenn man Bock hat. Also ist keine schlechte Karte, muss gucken, wie der Ingame ist. Passt wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung Mertens und Insigne. Klein, wuselig, ja, abschlussstark, kann gut passen, ist schnell. Kann man wieder mitnehmen, meiner Meinung nach. Ansonsten kam noch eine Freeze SBC raus, diesmal ein bisschen besser mit einem Megapack. Das nehme ich auch mit. Ja, easy, ne? Hier rechts eine Nation, links eine Nation und dann einfach ein Torwart. Geht auf jeden Fall mal die großen Nationen durch. Da sind, glaube ich, einige Spieler so auf 2-3k gestiegen. Kann man auf jeden Fall dann mal verkaufen. Die meisten hier sind eh untauschbar, deswegen nehme ich das Pack mal so mit. Ansonsten, Freunde, haben wir auch eine neue Team of the Week und die sieht, ja, sagen wir so, so lala aus, ne? Da sind jetzt keine mega teuren Spieler dabei. Wir haben einen Luzano, der wird ein bisschen was wert sein. Gut viel Pace, gut beweglich. Den werde ich vielleicht auch testen als Sub 3 Sterne Mifut leider. Vardy wird vielleicht ein bisschen was wert sein, aber auch nur 3-3. Also kein mega Banger. Bamba wird ein bisschen was wert sein. Ansonsten, der Rest sieht eher nach SBC-Futter aus. Der könnte noch ein bisschen was kosten, aber safe unter 100k und Kunde. Ja, den hat man ja
geschenkt bekommen, den Road to the Final. Ich glaube nicht, dass er auch so viel wert ist. Das Sea of the Week ist eher so lala, aber was gut ist, Jungs, und das haben sich, glaube ich, sehr viele gewünscht, besonders die Stuttgart-Fans, die Bundesliga-Fans, war man die Gitucker, richtig kranke Karte, muss man sagen. Also die sieht echt gut aus, viel Pace, viel Tripling, die kann sogar mit der ein oder anderen Goldkarte mithalten. 5 Sterne Skills, aber leider 2 Sterne Weakfoot, aber wie gesagt, für einen Silberspieler. Und was noch rauskam, meine Freunde, und das finde ich echt ganz nice, Silber-Sensation. Das ist ein kleiner Mini-Bonus, wenn man jede Woche diese Silber-Star sich erspielt, kann man hier ein bisschen, sich noch ein paar extra Packs dazu erspielen. Ja, ist halt echt sehr viele Spiele, die man machen muss, um 50 K-Packs, zum Beispiel hier 200 Partien, das dauert natürlich schon, man kann das natürlich jetzt pushen mit Scott Battles oder sowas, aber das ist schon sehr viel, ne? Bis man das hat, das dauert schon einige Wochen, vielleicht sogar Monate, aber wenigstens etwas, wo man hinarbeiten kann. Also ich zeige euch mal ein Team, so sieht momentan mein Silverstar-Team aus. Ich finde den Modus echt geil. Echt einer der besten Modis, die EA dieses Jahr rausgehauen hat. Ist halt was anderes und ist halt echt nicht schwer, diese ganzen Spieler zu erspielen. Und sie sind echt nice. Und ich hoffe, da kommt noch mehr. Vielleicht eine Weekend League, wo man nur Silberspieler einbauen muss. Das wäre auch nice. So gegen Ende, wo es eh nicht mehr so wichtig ist. Das wäre eine coole Idee, finde ich. Da hat sich das auch gelohnt, dann die ganzen Spieler sich zu grinden. Ja, ansonsten, Freunde, ich habe ungefähr seit gestern 25 Spieler verkauft. Ich verkaufe die nach und nach, bisschen langsam. Aber die meisten Spieler sind bei mir 2 bis 4K gestiegen. Witze, so 2, 3K. Aber so Spieler wie Lukas Lever, die habe ich die meisten schon für ungefähr 9K verkauft. Reminis kriege ich so für über 8K weg. Also ich verkaufe die Bleistift UV, die gehen auch gut weg. Also ich habe da keinen Stress. Was ihr macht, müsst ihr wieder wissen. Und dann würde ich sagen, ja, haben wir noch zum Schluss 10 Doppel-Einer-Schluss-Pack und das Mega-Pack aus der Freeze SBC. Ich würde sagen, ich zeige euch nur das Best-of. Ich muss jetzt euch nicht alle 10 Packs zeigen. Wenn das geil ist, kommt, zeige ich es euch. Wenn nicht, ja, gehen wir zu den guten Packs. Erstes Pack, ja, kann ich direkt skippen. Okay, 5. Pack EA Sports. Come on. Gönn was Geiles noch. Hey, immer noch. Was ist das denn, Chat? Hero-Karte oder was? Selaravan? Ja, gut. Kann ich jetzt nichts mit anfangen, wenn es untauschbar ist. Ich glaube, eine neue Hero-Karte, die gerade eben rauskam. Oh, sogar ein bisschen was wert. Hä, den kaufen sogar welche. 3-3. MLS. Okay. 8. Doppel-Einer-Schluss-Pack. Vielleicht jetzt ein Walkout? Walkout, endlich! UCL oder was? LF? So close. Oh mein Gott. Ist noch ein 84er Troll-Walkout, ey. Mein Gott, ich dachte, die haben das mal gefixt, ey. Da war so die kurze Hoffnung auf Neymar da, sogar neuen Inform hier. Martinez, nehmen wir mit. Alles für SBCs. So, Freunde, bevor wir ins letzte Pack gehen, wollte ich mich nochmal bedanken. Ich habe es eben gesehen, meine Mods haben mir geschrieben. Wir haben 100 Tage geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann jetzt mich gar nicht so krass bedanken, als wäre es jetzt ein Livestream oder so, als hätte mir da reingefeiert. Ist mir, glaube ich, noch gar nicht so bewusst. Klar, ihr wisst, für mich ist eh am Ende des Tages nur eine Zahl, 100k. Solange korrekte Leute immer noch am Start sind bei den Streams und bei den Videos, werde ich immer weitermachen, egal wie viele Abonnenten ich habe und wie viele Klicks. Natürlich, je größer es wird, desto schöner ist es. Und ich bedanke mich auch nochmal hier herzlich für 100.000 Abonnenten. Das Special wird, denke ich, erst nächstes Jahr dann kommen zu Team of the Year. Da habe ich mir schon was Kleines ausgedacht, habe ich ja schon im Stream angesprochen. Mal gucken, ob ich das wahr machen kann. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Eine krasse Reise, muss man sagen, ey. Eine 6-stellige Abonnentenzahl auf YouTube zusammen ist echt krank, ja, und der Play-Button kriegt dann hier auch irgendwo hier bei dem ganzen Müllstall noch einen schönen Platz. Und ja, heute leider kein Stream, Jungs, ich mache noch das Video, da will ich mich ein bisschen ausruhen. Schreibt gerne rein, zu dem Team of the Week wollt ihr dann morgen noch einen Reward-Stream haben. Wir können natürlich trotzdem noch eure Rewards öffnen und die ganzen Swaps-Packs aufmachen morgen auf chillig. Können wir gerne machen, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt mir das in den Kommentarbereich. Ansonsten vielleicht morgen dann nach meinem Rewards-Video dann auf Twitch wieder einen kleinen Chiller-Stream. Das können wir vielleicht machen. Ansonsten Freitag wieder. Und dann würde ich sagen, ja, vielen, vielen Dank. Wir machen noch das letzte Pack auf. Mega-Pack heute so ein bisschen, ja, so Hilfe-Video. Ja, Content-Video, ihr wisst das, ja. Und der Woche ist immer ein bisschen weniger los. Ja, leider gönnt EA zum Schluss da auch nichts mehr für meinen 100k-Special. Hätten die ruhig hier nochmal Cristiano Ronaldo raushauen können. Das wäre echt passend gewesen. Oder so ein Lionel Messi. Ja, wir haben nichts Gutes gezogen. Ich hoffe, es war trotzdem ein cooles und hilfreiches Video. Und dann würde ich sagen, ja, was war mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Casey. Vielen Dank für den Support all die Jahre. Ja, dazu kommt bestimmt noch mal ein extras Video, wo ich mich noch mal mehr bedanke als jetzt. Weil jetzt auf einmal, was soll ich noch sagen? Ich will das Video nicht länger strecken, als es schon ist. Bis dann.